Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Team Bushcraft. Und heute soll es um Paracord-Armbänder gehen, passend zu dem Giveaway, was ich gemacht habe. Dieses Armband wird auch für einen der Gewinner sein. Wir werden ein einfarbiges Paracord-Armband machen. Ich werde euch auch gleich zeigen, was ihr noch für Möglichkeiten habt, das anders dazu gestalten. Und von der Farbe her, also das ist jetzt eine andere Farbe, aber vom Muster her wird das so aussehen. Wir werden solch eine Schnalle verbauen. Hier kann ich sie euch nochmal zeigen. Und ja, was braucht ihr alles? Also einerseits eine Schnalle. Ihr könnt es natürlich auch mit einem Knoten machen, wie das hier ist. Dann braucht ihr ein Feuerzeug. Ein Taschenmesser, am besten mit einer Schere. Ich habe jetzt einen Leatherman, weil ich da die Schere sehr gut finde. Könnt auch ein normales Messer nehmen, wenn es scharf ist. Dann braucht ihr ein Stück Paracord, wenn ihr jetzt die Variante mit so einer Schnalle nehmt. In der Farbe, wo ihr wollt. Das Stück sollte eurem Armumfang entsprechen, wenn ihr es so doppelt nehmt. Das hier ist natürlich jetzt ein bisschen größer, weil das nicht für mich ist. Und dann nochmal 2 bis 2,5 Meter Paracord am Stück. Wenn ihr ein zweifarbiges Armband haben möchtet, was ungefähr so aufgebaut ist, dann könnt ihr das Paracord in der Mitte 2 verschiedene Farben jeweils dann 1 Meter bis 1,20 Meter nehmen und in der Mitte zusammenschweißen. Und dann könnt ihr einfach mit derselben Methode, wie ich euch gleich zeige, so ein Armband machen. Und ja, würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Ich habe schon alles vorbereitet. Hier das kurze Stück, hier das lange. Und schon alles bereit. Und dann müssen wir einfach anfangen mit dem kurzen. Machen wir hier, müssen wir jetzt auseinandernehmen. Das hier ist jetzt so ein Teil, wo das reinkommt. Müssen wir hier durchfädeln. Und jetzt müsst ihr hier das heiß machen. Hier vorne. Die Enden heiß machen. Und zusammen. Warte, so sieht man es. Zusammenkleben quasi, das schmilzt dann zusammenkleben und das mache ich jetzt und dann sehen wir uns wieder. So, ihr seht, ich habe das jetzt hier zusammengeschweißt, es sieht nicht so schön aus, aber das ist nicht schlimm, das wird man hinterher nicht sehen. Hier den Schäkel schrauben wir jetzt wieder zusammen und jetzt fädeln wir einfach das Stück Schnur einmal hier hinten durch und hier rum. So, dass wir das hier schön befestigt haben. Und jetzt haben wir schon unser Grundarmband, was hier um den Arm kommt. Und darauf können wir jetzt den Rest aufbauen. So, jetzt legt ihr das Armband am besten so vor euch. Und jetzt müsst ihr euch von dem langen Stück Paracord die Mitte suchen. Das habe ich jetzt hier schon gemacht. Und diese legt ihr unter euer Trägerarmband drunter und dann haltet ihr das so am besten vor euch. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Ich werde euch das gleich nochmal auch von der anderen Seite zeigen. So, und dann beginnt auch schon das Flechten. Dann bildet ihr hier auf der einen Seite eine Schlaufe. Nehmt die andere Seite, führt sie unter dieser Schlaufenschnur durch, über das Trägerband drüber und in die Schlaufe rein und zieht sie einmal durch. Das Ganze zieht ihr dann fest. Das ist beim ersten Mal ein bisschen frickelig. Sieht auch noch ein bisschen komisch aus. Also sobald ihr die nächsten Knoten dahinter macht, seht ihr, was das wird. So, jetzt beginnt ihr und macht die Schlaufe auf der anderen Seite. Also habt ihr hier die Schlaufe, zieht hier das unter dem durch, über das drüber und durch die Schlaufe wieder durch und zieht das jetzt schön fest. Und so macht ihr es weiter und jetzt zeige ich euch das nochmal von der anderen Seite aus. So, hier haben wir jetzt das Armband. Wir machen die Schlaufe, legen hier die Schnur unter dem Armband, unter dem Trägerarmband drunter, hier die unter der Schnur, die kommt, drunter durch, über das Trägerarmband drüber und durch die Schlaufe durch und dann schön
festziehen und nochmal ein bisschen richten, damit das auch gut aussieht. Und dann wieder von der anderen Seite eine Schlaufe gemacht. Drunter, drüber, durch. Und schön gucken, dass das hier immer gleichmäßig bleibt. Und dann wieder festziehen. Und so macht ihr jetzt euer ganzes Armband bis zum Ende durch. Und das mache ich jetzt und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe das jetzt zu Ende geflochten, das Ganze. Und ihr seht, ich bin jetzt hier hinten angekommen. Den letzten Knoten müsst ihr besonders festziehen. Und dann gilt es zu gucken, wo innen und wo außen ist. Jetzt bei den Schnallen, die sind zum Beispiel gebogen hier so leicht. Darf die sich ein bisschen der Armform anpassen. Und wenn man dann so guckt, die Biegung würde so, würde das zusammenkommen. Also ist das hier innen und das außen. Das ist einfach wichtig, wenn wir jetzt gleich die Enden hier verschweißen, damit das ein bisschen schöner aussieht. So, dann fangen wir mit der einen Seite an. Die schneiden wir dann mit ein bisschen noch überstehen lassen, nicht direkt bündig abschneiden, noch ein bisschen überstehen lassen. Und dann ziehen wir die andere Seite nochmal nach. Und dann ist es von Vorteil, wenn ihr so ein kleines Feuerzeug habt, kein Stabfeuerzeug oder so, dann erhitzen wir das Ganze nämlich einfach. Da ein bisschen vorsichtig. Auch nochmal hier der Hinweis, das ist wirklich sehr heiß. Das ist geschmolzenes Plastik. Und dann drückt ihr es einfach mit dem Feuerzeug hier dran. So, dass das dann verschweißt ist quasi. Und dann hier das nächste müsst ihr gucken, müsst ihr um so eine Kurve hier biegen, damit das vernünftig aussieht nach innen. Und dann ungefähr da abschneiden. Könnt ihr dann so gucken, wo ihr das ungefähr abschneiden müsst. Das wäre jetzt hier. Und dann müsst ihr es schon mit dem Finger in Position bringen hier hinten. Dann mit dem Feuerzeug heiß machen. Da auch nochmal aufpassen, nicht dass ihr euch die Finger verbrennt mit dem Feuerzeug. Und dann relativ fix dran drücken. So, und dann sieht das so aus. Ist einfach, dass wenn das innen ist, sieht das ein bisschen schöner aus. Danach könnt ihr nochmal hier so ein bisschen biegen und so. Das ist am Anfang noch relativ steif. Das gibt sich aber mit der Zeit, wenn ihr das ein bisschen getragen habt. Und dann machen wir das mal zusammen, damit ihr mal seht, wie das aussieht. So. Und so könnte dann euer Paracord-Armband aussehen. Ich habe jetzt noch ein paar andere, die können wir ja mal dazulegen. Hier welche. Hier, das war mein erstes, da seht ihr schon. Es kann sein, dass diese verschweißten Enden noch am zu aufgehen, dann müsst ihr sie nochmal neu verschweißen. Und ja, klar, ihr könnt dieses Drehearmband auch andersfarbig machen, das sieht dann so aus. Ihr könnt statt einer Schnalle einen Knoten nehmen, ihr könnt das Ganze zweifarbig gestalten oder halt einfarbig, wie hier zu sehen. Da bleiben euch viele Möglichkeiten, auch wenn ihr eine relativ grelle Farbe als Drehearmband nehmt, sieht das ganz schön aus. Tja, alles was ihr braucht, um solche Armbänder zu machen, wie immer unten in der Infobox verlinkt. Und dann wünsche ich euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal bei Team Buschkraft.